Hallo meine Leseratten da draußen. Ja, heute ist Sonntag und ich dachte mir mal, dass ich mal wieder was aufnehme. Viele, die mich ja auch bei Facebook haben, die werden auch gelesen haben, dass ich eigentlich einen Lesemarathon machen wollte, was ich gerne auch durchgezogen hätte, aber ich habe gestern ein englisches Buch durchbekommen, 90 Seiten, und das ist ganz schön viel, finde ich, für einen Tag. Habe auch 8 Stunden dafür gebraucht, also ich habe um 12 Uhr mittags angefangen und habe bis 7:30 auf jeden Fall gebraucht gestern Abend. Und ja, heute hatte ich ja auch dann nicht so viel Zeit, das andere noch zu lesen. Ich habe da noch ein paar Bücher jetzt liegen. Hab's jetzt auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eingeschrumpft. Und ich werde auch das eine Englische heute nochmal anfangen zu lesen. Aber nun, gut. Jetzt habe ich eine Minute Quatsch geredet, aber egal. Ich stelle euch jetzt mein Buch vor, was ich gestern durchgelesen habe. Und es ist Darkling von Jasmine Galleon. Das ist der dritte Teil von Schwestern des Mondes auf jeden Fall. Und es ist so toll. Ich habe es in 12 Tagen durchgelesen. Das erste habe ich, glaube ich, in ein Jahr dran gebraucht. Das zweite, glaube ich, in ein halbes Jahr. Und den Band in 12 Tagen. Ich habe es geschafft, meinen Leserhythmus wirklich zu stärken in Englisch. Und ich muss auch zugeben, das Englisch im Buch finde ich viel besser als das Englische das ist scheiße, wenn man auf den einen Ohr nichts hören kann. In der Schule. Finde ich richtig schön. Ja, also worum geht es? Hier nochmal das Deutsche. Die Vampire. Darkling und die Vampire. Auf Deutsch ist das bei Knorr erschienen und das hier wieder bei Penguin. Und ja, in diesem Teil geht es eben um die dritte Schwester Manoli. Sie ist eine Vampirin. Und Ende des zweiten Bandes wurde es schon angesprochen, dass der Elven Blood Clan ich glaube, Elven Blood Clan hieß der. Ja, ich bin mal wieder so toll. Ich hab's mal wieder vergessen. Naja, auf jeden Fall. Der Anführer von diesem Elven Blood Clan ist Dredge, der Sire, beziehungsweise der Meister von Manoli. Und ja, Manoli wollte eigentlich gar nicht verwandelt werden und wie es dazu kam, dass er verwandelt worden ist, erfahrt ihr in dem Buch. Weiter will ich darauf auch nicht eingehen. Ich will eben nur sagen, dass ja, sie denken, dass der Stretch was mit Schattenschwinger zu tun hat und dann taucht auch noch eine Risse auf und dann taucht noch ein anderes Mädchen auf, das dann am Ende des Buches auch ziemlich, schon Mitte des Buches, aber dann auch Ende des Buches ziemlich dankbar ist für die Hilfe von Manoli. Und ja, was dann Manoli auch mit ihrem Meister macht, das will ich auch nicht verraten. Aber man kommt eben wieder ein Stückchen näher, was sie sind, was mit den Steinen wieder passiert. Zielstones heißen so, glaube ich, oder so, ja, und dann, was kann man denn da noch drüber sagen? Ja, auf jeden Fall, der Dredge, der weckt anderen zu leben, also tötet andere Leute und die Neugeborenen, die sind ja total da, die sind der Blutlust verfallen und greifen dann auch unschuldige Menschen an und alles. Also, ich muss sagen,
Die ersten drei Teile richtig gut. Ich habe jetzt leider nur in Deutsch und in Englisch beide dritten Teile hier. Weil da wird auch gezeigt, wer ist. Und mir gefällt auch der Schreibstil ganz, ganz gut. Die anderen zwei Videos, man muss mit Witchling bzw. die Hexe anfangen. Und dann kann man weiterlesen. Also. Ja, jetzt nicht so sagen, oh, ich kaufe mir Darkling und nein, nein, nein. Ihr müsst mit die Hexe anfangen und dann, das war's. So. Ja, bevor mich jetzt noch weiter mein Ohr abnervt, blöde Wasseransammlung hinter dem Ohr, höre ich jetzt hier auf, wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und ich versuche jetzt noch später oder nachher, weiß was ich nicht, noch eben die anderen paar Bücher zu lesen. Tschüssi und noch einen schönen Abend euch allen.